wird sie eventuell einmal beschädigt. Wir sind uns einig, sollte irgendwann durch Schmutz oder Farbe eingegriffen werden, dann werden wir sofort uns bei der Stadt melden und darum bitten, dass es beseitigt wird. Es ist ein Schatz, diese Tafel ist ein Schatz, der uns erinnert an unsere Gemeinsamkeit. Wir sind Menschen, wir sind alle Menschen und ich freue mich heute ganz, ganz besonders, dass ich so viele Vertreter der Sinti und Roma hier sehe und auch gerade junge Leute. Das ist unsere Hoffnung. Wir schauen uns heute an. Wir reden miteinander, nachher auch im Garten des Kasper von Seilernhauses. Wir nehmen Kontakt auf und wir brauchen diesen Kontakt. Wir sollen uns nicht übersehen, nicht aus dem Weg gehen, sondern aufeinander zugehen. Das ist unsere Hoffnung. Und es war 2014. Wir haben ja jedes Jahr eine Veranstaltung, wo wir der Opfer der Nationalsozialisten gedenken. Am 27. Januar, jedes Jahr. Und 2014 waren es auf Anregung von Ingo Schumann die Sinti und Roma, die man bisher immer vergessen hatte. Wir hatten eine eindrucksvolle Feier, einen Gottesdienst, einen Redenbeitrag am Rathaus. Und die Folge war, das hat Bernd Delfs schon eben beschrieben, wir brauchen einen Ort in der Stadt, einen sichtbaren Ort, der uns daran erinnert und hilft, diese Gräuel nicht zu vergessen. Und den haben wir jetzt. Und dafür danken wir, dass das so gelaufen ist. Und ich möchte jetzt Ingo bitten, der die Federführung hatte in der fachlichen Betreuung, in den Recherchen und den bis hin zu diesem Ort, der ist von Ingo ausgesucht worden. Ingo, bitte sag etwas dazu. Applaus